So, und weiter geht's. Wir sind noch beim Lusthäuschen. Die Maschine ist wieder los, gerade den Akku gewechselt. Gut eine Stunde. Wie lange haben wir jetzt gewandert? Eine Stunde? Straße gelaufen, also macht was aus. Ja, da holst du viel wieder raus. Das nächste Ziel ist irgendwie ein Denkmal oder ein Ehrendenkmal. Ja. Gucken wir uns das mal an. Das ist ja erwartet. Das ist der Canyon-Blick. War das jetzt eigentlich schon der Canyon-Blick? Nee, ne? Das sah irgendwie anders aus. Ja, nee, ist ja. Du kannst ja schon ziemlich weit gucken hier. Das ist jetzt nicht alles so dieser. Ja, der ist wieder ein bisschen besser als, ja, als hier die Straße lang zu marschieren. Das ist ja nicht zu vermeiden, aber. So, hier kannst du vielleicht deinen Römerschatz finden. Mahlzeit! Ein schwarzer Baum. Das ist nur nass. Okay. Alter! Die Bäume fallen mich an! Autobahn? Ja, da gehen wir kurz vorher mal einen Knick. Ja. Sieht auch nicht besser aus. Hier ist sehr matschig. Hier ist sehr matschig. Ja, dann geh du mal da. Ja. Und eh gleich unten.
Ja? Na gut. Ja. Damit die Leute nicht so die Autobahn verraten. Nee, hab ich nicht. Na, Lever? Ja. Ach, guck mal, Ehrendenkmal. Stößchen. Was? Falsch? Er sucht nach rechts. Ja, hier sieht doch ein Weg aus wie ein Pfad. Ja, jetzt kommt der interessante Part hier. Guck mal, da ist. Ist doch nicht ein Pfad, nee, ist kein Pfad. Ist Vogelscheiße gewesen. Ich dachte, das wäre ein Pfeil gewesen. Ja, und jetzt? Muss ich auf dem Navi gucken? Ja. Tatsächlich. Achim hat recht, wir müssen hier runter. Das ist der schöne Part. Ein bisschen klettern. Ja, kraxeln ist das eher als klettern, ne? Guck mal. Mahlzeit. Ja, Achim, wir hätten auch die Treppen gehen können, ne? Wo müssen wir hin hier? Ach so. Was ist denn da? Ja? Was denn? Ach, das Ehrendenkmal ist das hier. Ja. Hört noch mal. Komm, wir machen ein Foto von dir. Ruhig ein bisschen länger. Guck sie mal an. Können wir das auch machen? Jetzt sind wir sie geworden. Ja, natürlich. Wir machen das auch mit den Samsung-Handys.
Da sind doch die besten. Nächsten Monat kommt die S9 raus, ne? Ja, soll rauskommen. Also, ich weiß ja nicht. Soll eine etwas bessere Kamera haben, ne? So. Hier geht's doch mit Sicherheit runter, ne? Ja, ich gehe schon mal ein Stückchen. Das ist ach, ich nehme dich jetzt extra auf, jetzt fall auch. Der Ort fehlt noch von Google Maps. Das hatte ich mir schon gedacht, Alter. Dass du jetzt immer mal schön hier die Punkte sammelst. 35 Punkte hat es dafür gegeben. Ja. Denkt dann, dass sie die Sehenswürdigkeiten auch in Einträgster bei Komoot als, was waren das? Wie heißt das nochmal? Highlights. Highlights, ja. Was ist denn das Highlight hier? Ja, weiß ich auch noch nicht. Da geht's zum Jonasgarten Canyon und Gut Stapenhorst. Ja, da. Ja. Ja, da ist auch unser Weg. Na denn. Was mich wundert, dass der Canyon immer in beide Richtungen geht. Wir kommen gleich wieder zur Straße, wo wir eben schon waren. Okay. Die andere Schleife. Wir haben gleich die erste Schleife, haben wir gleich erledigt. Gut. Ja. Highlights Lord. Waren das Lusthäuschen. Ja, und das Ehrendenkmal. Und das Ehrendenkmal. Na. Ja, jetzt kannst du mal sehen, was hier für Leute, einzelne Leute gegen den Wald spazieren. Ja. Warum auch immer. Ja, weil die Spaß daran haben. Spaß. Spaß am Wandern. Was denn? Du bist wieder Kletter. Oh, hier, Achtung, Achtung, Action, Action. Warte, lass mich doch hier. Ich krieg das ja gar nicht. Ja, warte. Mit der Action Cam. Achtung, Achtung, jetzt hier. Ja, Alter. Das war doch mal was hier. Ja? Überragender Einsatz heute. So wollen wir das sehen. Ja. Ist so. Gleich beim ersten Take hat es geklappt. Mann. Da müsste man mit der Jacke hängen geblieben werden. So richtig schön aufgerissen. Wäre interessant gewesen. Hätten wir gleich ein paar Klicks mehr gekriegt. Ja. Links, rechts. Komm, Achim, jetzt hier aber auch runter. Hä? Was ist denn? Was ist denn? Hä? Hier hätte es jetzt auch schön. Ach, das ist zu niedrig, okay. Ja. Oh, was ist hier denn? Die Zivilisation hat uns wieder. So kann es gehen. Was steht denn hier? Für Wanderer A1 und Kneippweg Durchgang gestattet. Aha, guck mal. Für Wanderer ist der Durchgang gestattet hier. Ansonsten nicht. Hier runter? Freilaufender Hund.
Das ist schön, ne? Wenn der Hund kommt, flach auf den Boden legen und auf Hilfe warten. Wenn keine Hilfe kommt, viel Glück. Ja, super. Okay. Da runter oder links rüber hier? Hä? So, geradeaus. Geradeaus. Na denn? Na denn. Dann sind wir auf der Straße, wo wir eben auch waren. Ach, da unten ist die Straße, ja, ich sehe sie. Ach, hier, da geht's auch. Vielen Dank. Hier, siehst du? Hier. Hier. Der Canyon-Blick. Ja. Ich hau dann gleich noch meine Bilder rein, krieg ich eh mehr Klicks als du. Ja, denk mal, war mir wieder klar. Ach, mir, Alter, Gauner. Der Gauner. Ich muss hier die Videos machen und er kriegt die Punkte. Ich hab mal gesagt, den Helm. Ja. Dann setze ich dir aber den Helm auf. Ey. Und jetzt nur mit Panzerband. Setz den Helm auf. Ja, wir haben ja bei Guido dabei, dann kann der die Kamera nehmen, dann kann ich nebenbei. Der Träger. Nehmen wir ja. Auch gleich den Träger mit. Mit Bollerwagen. Können wir mehrere Kameras? Eine auf dem Bollerwagen. So. Was denn? Hier geht's rum. Ach, ist das richtig? Jetzt rechts, ja. Ja, siehst du? Wir folgen diesem Weg. Der A1. Okay. Noch nicht fertig. Okay. Heißt, sie haben noch nicht mal die Hälfte. Na, sei denn die zweite Schleife ist kürzer, oder? Nee, länger. Ist länger? Ja, gut. Wir haben auch mal noch nicht mal die Hälfte. Ist doch schön, da haben wir doch noch was vor uns. Jo. Das wird der Sonnenuntergang ist heute 17 Uhr und 5. Ah, da sind wir schon weg. Ja? Da sind wir schon weg. Das heißt, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ja. Das ist schon eine Stunde später als sonst. Mittlerweile. Sonst, wenn man guckt, war 16 Uhr. Und dann? Okay. Ja, dann mach mal. Mach nicht wieder kaputt hier. Halt gerade. Wie? Du bist schon wach. Warst du heute nicht erst um 6 Uhr zu Hause? Ach,
um 5. Ja, dann. Das ist ja ganz was anderes. Genau, genau. Ja, weißt du Bescheid, wenn gleich kommt, ne? 13 Uhr. Ja. Hast du oben das. Nee, 13 Uhr. Meine ich das gewesen. Ah, siehst du ja. Hast du oben das Badezimmer? Alles klar. Gut. Dann let's go. Und da hinten sind wir eben lang getigert. Hinten hoch. Die Straße da hoch. Ja. Wenn du das sagst, ich konnte jetzt gerade nicht, warte. Ja, komm. Nimm deine Fackel. Ja, die Fackel. Der sagt dir aber jetzt recht. Ja, Mr. Navigator. Das hat meine Uhr, sagt auch recht. Ja, siehst du? Und mein Navi sagt das auch. Ja, schön. Sag nicht, wir kommen noch zum Fernsehturm da hinten. Möglich. Das ist eine komische Beschichtung hier drauf. Zwischendurch ganz schön glatt. Was? Ja, wenn auf diesem Folie drauf wäre. Genug. Natürlich habe ich den drauf. Hast du die Hälfte geschafft? So. Ja. Guck mal. Von 15. Ja.
Dann müssen wir das Bergfest feiern. Ja, das muss reichen. Da ist schon eine, guck mal. Achim ruft, die Bänke kommen. Feuerwerk bringen lassen. Wie neu sein. Ja. Du kannst auf die Baustelle gucken von der Bank aus. Na super. Hier müssen wir wahrscheinlich gleich hoch, ne? Sonst hast du mich hier immer bedient, ey. Also muss man selber. Die Zeiten sind vorbei. Alter. Du bist doch keine 70, oder? Noch nicht ganz. Scheune nebenbei. Siehst du die Arbeit? Das ist ja keine Zeit zum Arbeiten. Ja gut, dann bauen wir ja für das Häuschen, ne? Das ist okay, das kommt. Also Anbindung kriegen wir jetzt, ja. Da wird bestimmt noch alles erschlossen hier. Ja. Kann ich sagen, aber so. Das ist anders wie wandern. Ich hab doch Vorbildfunktionen hier, alle fangen jetzt an zu wandern und zu laufen und abzunehmen und was weiß ich nicht. Die haben es aber auch alle nötig. Ja, das auf jeden Fall. Da hast du recht. Da hast du recht. So, komm. Da geht's. Ah, dann machen wir mal weiter hier. Jep. Muss man meinen Kuchen heute richtig verdienen hier. Pass auf, es scheint glatt zu sein hier. Thank you.
Das ist ja wie ein Teppich hier. Wie das Ende auf dem Teppich läuft. Alles noch die erste Schleife. Ja, cool. Ja, die sind alle hier. Schau das mal an. Boah. Aber der war gesund. Ja. Der war gesund. Hat trotzdem nicht geholfen. Hammer, ey. So, mal gucken, ob wir hier, weiterkommen. Ja, weiß ich nicht. Ah, so, hier, das geht schon. Ja, geht schon irgendwie hier. Oh, hey, hey, hey. Denk daran. Achim, ich will es nicht wiederholen, ne? Weißt du, es gibt eine Geschwindigkeit, ne? Meine. Ja, dabei. Ja. Ich weiß nicht, wenn du da liest, ich weiß nicht, ob Jana dich da irgendwie rausholen kann. Ne? Das wird eng. Ja. Schick dir dann Willi vorbei mit dem Bollerwagen. Schön. Was hast du? Schöner Boden. Ja. Schön, keine Matze. So lieben wir das, so lieben wir das. Ja. Also ist so die Sonne jetzt nur strahlen würde. Tja. Und nach dem Ruf die Sonne kommt. Ja. Das ist ein Problem. Wir geben euch ab. Das ist vielleicht alles hoch. Ja. Ja, ich bin ja eben, ich bin doch eben durch den Matt gegangen da. Oh, ein Wolf. Oh. Ja, und der Rudel ist auch dabei. Ja, das sagen die Leute immer, unterwegs beim Wandern gibt es keine hübschen Mädchen. Weißt du, wie viele wir schon gesehen haben? Reichlich. Echt? Ist das so? Ja, aber die sind schon wieder nicht alleine. Ja, so ist das. Das Problem ist hier mal den Hund. Hey, hey, hey. Mahlzeit. So, jetzt sind wir wieder auf der Straße. Das sieht so aus. So erst hier ein paar Meter gehen können. Gut.
sieht so aus, ne? Aber wir müssen hier natürlich nehmen. Okay. Wir kennen hier einen Blick warmer schon. Geht natürlich einmal so, einmal so. Also von hier links hoch geht er ja jetzt. Jetzt kommt die Sonne. Ja. Aber nur kurz. Wir haben einfach zu viel Wolken am Himmel. Und ich frage, macht hier Sonne so einen Weg oder so eine. Was soll das sein? Eine Straße? Gegossen ist das ja. Das ist ja hier so eine Art Betonwege. Also Betonplatten haben wir ja damals gelegt. Oi. Lebensgefährlich hier. Ja, 2-3 Sekunden, da muss er aber reagieren. Da muss er aber schon sofort sehen. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ach, Empfang, musst du die Kamera auffangen, ne? Und ich spring dann zur Seite. Kriegen wir was hin? Nein. Die Kamera muss ja daneben bleiben. Ja, du musst mich dann aufnehmen, wenn ich springe. Verstehst du? Konnte ich heute Morgen nicht mehr Rührei machen, weil ich nicht genug Zeit hatte. Deswegen, scheiße, ja, ich musste noch andere Sachen machen. Wäsche und hallo. Ich muss auch mal zu Hause ein bisschen was machen, Herr Kollege. Gibt es eine einfache Lösung? Nee, das ist keine einfache Lösung. Muss ich hören, bitte. Nein, das ist keine einfache Lösung. Eine einfache Lösung wäre, ich würde mich. Das wäre die einfache Lösung. Das stimmt, die kann ich sogar noch kommandieren wahrscheinlich. Das ging auch.
gestern viel gewaschen, ne? Da musste ich heute noch zusammenlegen, habe ich auch alles gar nicht geschafft. Nebenbei Frühstück machen. Kannst du doch nachher noch machen. Klamotten zusammenlegen. Ja, was machst du denn heute noch, außer Kuchen essen beim Mutter? Ja. Machst du doch nichts mehr, oder? Glaubst du, ich habe heute Abend noch Bock drauf, oder was? Du kannst gerne vorbeikommen, kannst das für mich übernehmen, wenn du da noch Lust und so hast. Da gibt es Maschinen für die Kinder. Ach, Maschinen! Maschinen! Na, gibt es echt, haben sie so einen Faltautomaten wieder vorgestellt. Da habe ich letzte Woche gesehen, glaube ich, im Fernsehen. War doch ja. Gerade irgendwo Messe mit so einem Krempel. Echt? Ja. Faltautomaten, also das dauert ja auch nicht so lange. Was soll ich denn? Die Handtücher müssen doch trotzdem da aus dem Wäschekorb genommen werden. Die müssen. Alter, brauche ich keinen Faltautomaten. Was ist das für ein Schwachsinn? War aber auch teuer. Ja, das ist auch noch. Der macht wahrscheinlich alles, ne? Der holt den Korb, von der Waschmaschine, holt das, holt die Wäsche aus dem Trockner, packt die in den Korb, faltet die zusammen schön und räumt sie dann noch in den Schrank ein. Ne? Weißt du, wie der Ropper da heißt? Björn? Nee, Thomas. Aber nee, Björn macht auch mit, klar. Das läuft schon. Der Roboter muss dann ja zwischendurch gucken, ist die Waschmaschine fertig. Aus der Waschmaschine rausholen, den Trockner rein. Da. Okay. Mahlzeit. Ja. Und ja, wenn er halt arbeiten muss, dreimal die Woche ins Fitnessstudio, sonntags wandern. Da bleibt nicht mehr viel Zeit. Einkaufen musst du auch noch. Ja, dreimal in der Woche im Fitnessstudio ist doch viel. Zweimal nein, das muss sein. Nein. Ich brauch das. Ich muss ja meinen Körper straffen. Jo. Außer meine sozialen Kontakte pflegen da. Alles gut. Ich habe ja kein Problem. Es geht ja nur darum, dass du halt mal ein bisschen flexibler sein musst mit den Zeiten. Dass man halt ein bisschen später losgeht. Der frühe Vogel fängt den Uhr. Das biegt. Ja, wahrscheinlich müssen wir irgendwo links. Guck mal an, wie dreckig das hier wieder ist. Ja, ich würde jetzt auch mal sagen, rechts. Rechts? Ja, warte. Kapelle? Okay. Kapelle, Kind, Georg. Ist das so? Von da sind wir doch gekommen, ja, Kollege. Da hinten müssen wir aber gleich rechts. Jetzt ist gleich die erste Schleife vorbei. Hier habe ich doch schon, ein Video. Hier waren wir doch schon. Ach ne, wir sind eben rechts gegangen, genau, das war das. Wir kommen jetzt von da. Ja. Damals. 1833. Als Achim die Zeitmaschine erfunden hat. Die Köttke hier. Betreten und befahren verboten ist hier, Kollege. Thank you.
können wir auch noch ein bisschen schneller. Puls von 128, da können wir noch, den können wir noch ein bisschen. Das Einzige, was den können wir noch ein bisschen hochschrauben. Vielleicht ist das gar nicht hier die Uhr, vielleicht ist das ja dein Puls. Ja. Links? Rechts. Rechts. Ja, hoch. Von da, oder sind wir von da gekommen? Das ist unsere Schleife. Nee, von da sind wir gekommen, ne? Ja. Das ist unsere Schleife. Na gut, laufen wir hier halt noch ein bisschen. Ja. Über die Straße. Leidegal. Wir haben ja keine andere Möglichkeit. Holt ja keiner ab hier. Wir haben schon ein paar schöne Bäume zersäbelt. Oh, der ist auch hohl von innen. Aber jetzt denke ich ja wohl, dass wir links gehen. Nein! Alter, ja. Das sind so Wege, das ist der Grund, warum ich nicht nach Dünne hochgehe, weißt du? Zu Fuß. Weil das so langweilig ist, weil nichts passiert hier. Weiß ich nicht. Windfest, hier. Hm, cool. Gut, dass ich den nur gekauft habe. 50% runter. Ich bezahle nur 7 Euro oder so. Was? Ja, was ist denn da? Viele, viele Vögel. Du kannst sie gar nicht im Video gar nicht sehen, weil die so klein sind. Ja. Ach, jetzt kommen wir zum Hut. Ne? Dann ist ja vielleicht doch noch ein Café. Weiß ich nicht. Die Bäume und so, das sind so scheiße auf Videos. Das sieht immer so verwaschen aus. Das sieht doch so aus. Grau. Nee, grau ist ja nicht mehr so. So. Ja, da haben wir nichts vor. Was sagst du? Da haben wir nichts vor. Wo haben wir nichts vor? Links. Ja, ich sehe das schon da vorne. Da hinten. Hier durch die Matsch hier wieder. Ja, willst du mal gucken können? Ja. Komm, da willst du mal kurz reingucken. Willst du nicht? Ich will da trotzdem mal gucken. Du kannst ja hier warten. Nein.
faul gewesen. Wir müssen ja auf unsere 50 Kilometer kommen, da müssen wir schon ein paar Meter. Hallo. Mehr mal. Eine Schleife, wir haben schon 9. Echt? Ja, dann machen wir heute ein bisschen mehr. Wir haben noch Zeit. Aber das ist wahrscheinlich hier einfach nur so ein Hof, ne? Bauernhof. Ach, das ist ein Biolandhof, ist hier. Ein Biolandhof. Ein gewerblicher Betrieb. Ja, da geht's weiter. Das ist einfach nur so ein. Müssen wir da hinten her oder müssen wir. Da vorne, aber. Komm, wir können hier noch weiter. Dann brauchen wir da hinten nicht durch den Matsch durch. Ja. Betreten nicht verboten. Guck mal. Mahlzeit. Hier. Die da unten. Da unten, hier. Ja, die steht aber irgendwie auf. Ja. Was ist hier denn? Ach, da, ach, guck mal, das ist clever, ne? Für die Dinge sind das. Für die ja, Füße. Nein? Ja, genau. Einfach, ziehst du einfach so durch. Gute Sache. Lohnt sich für uns jetzt aber nicht. Ne, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Aber von hier werden wir gekommen. Obwohl, ah, so dreckig war das jetzt auch nicht. Das denke ich. Mehr dran. Das hier sind nur noch die Halter. Das hier. Okay. Ich glaube, unser Vorgänger ist gerne Straße gelaufen.
Da ist deine Zapfstelle, oder? Wo meine da oben ist. Ja, mach ich. Die sieht ein bisschen moderner aus. Haben sie Totenschild drauf geklebt. Mann, Mann, Mann. Auf der anderen Seite. Ja, da. Oh, beiden Seiten. Das ist das Totenschild. Ja. Was soll ich denn mit so einem Schlauch? So ein zölliger Schlauch. Kannst du nirgends mal anfangen mit was zu Hause. Kein Anschluss, ich glaube, die größte ist 3/4 Zoll zu Hause meistens. Ja, das sieht doch so aus, als wenn wir jetzt endlich von der Straße runterkommen. Siehste, dein Herz schlägt wieder fürs Wandern. Ein kleines Wasserpäuschen jetzt. Okay. Wo wir den Berg nehmen. Wasserpause. Wer wünscht frohe Rast? Heimatverein Lengerich wünscht frohe Rast. Ja, das ist doch was. Das ist doch schön, ist das doch. So. Mal deine Ruhe, ja. Es sei denn, es könnte sein. Das? Ne, soll ich noch Kuchen holen? Ja. Ne, wir haben noch Schlickersachen. Schlickersachen? Berlin. Ja. Berlin. Au, 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 au. Da lässt es ja richtig gehen heute noch. In der Kiste Pralinen. Aber nicht mehr, aber nicht mehr. Oh, da ist wieder so eine Liegebank. Eine Liegebank.
17% Akku noch. Fett liegt brav, ne? Mahlzeit. Nehmen wir den Weg? Wollte ich gerade sagen, der ist irgendwie hier scheiße. Der hintere ist aber auch nicht viel besser. Ja, besser als der auf jeden Fall. Ja. Ja, ist ein Stückchen hier. Bald ist Sommer, wird besser.
hat ja auch noch Zeit. Da warten wir ja schon drauf. Aber letztes Mal hatten wir uns beschwert, dass das Highlight gleich am Anfang ist, ne? Genau. Das soll ja eine Belohnung sein. Also da müssen wir drauf. Hast du nicht gesagt, wir müssen gerade nicht zum Canyon-Blick? Steht denn da? Okay. Kommt doch selber raus. Diese Wege führen nach oben. Okay. Wenn du was sagst, dann glaube ich dir erstmal. Mahlzeit. Die sehen die gar nicht sofort, die Kamera. Schräge laufen ist auch unangenehm, Mensch. Ich rase alles mit. Hohe Kräfte sinnlos halten. Alter, nervt ja hier. Matschweh hier. Na, das wird auch nicht besser.